Das habe ich gedacht, ich bin so warm angezogen. Das spüre ich, man riecht so richtig diese kalte Luft, die da kommt. So eine Eisluft kommt. So der heute letzte warme Tag sein. Für längere Zeit. Alles wieder zimmern. Das zieht mich immer mit einer gewissen Magie, zieht mich das immer hier wieder hierher. Die ganzen Stöcke, die man hier drin sieht, die habe alle ich da reingeworfen. Das ist ja ein ellenstiefes Loch. Und ich habe das schon ganz schön zugemacht. Das hat schon ein paar Wochen an Arbeit gekostet, die alle da reinzuschmeißen. Was ich da mache, das könnte jeder für die Urahn machen, wenn ihr sowas seht. So ein geplündertes Hügelgrab aus der Bronzezeit. Dass ihr das dann mit Stöcken wieder verschließt. Aber ich habe noch keine Leute im Wald getroffen, die sowas machen. Bin ich wahrscheinlich ziemlich die Ausnahme. Das hat auch noch was Gutes. Man räumt die Stöcke praktisch von da, die da wir rumliegen, weil die Bäume von dem Sturm alle abgeschmissen haben, praktisch da raus. Kann kleine Bäume wieder auffrischen, die von Bäumen herabfallenden Ästen hier auf die Erde gedrückt wurden, damit die wieder wachsen. Das hat alles seinen Vorteil da mit dieser Geschichte. Und es ist halt wie eine Wunde, die in die Erde rausstrahlt. So, da bin ich doch ein gutes Stück weitergekommen. Bei meinem Hügelgrab schließen. Ja, ich sehe schon, dass ich ein bisschen weitergekommen bin, weil jetzt sieht man nämlich das Holz, wie es so aus dem Loch rauswächst. Das war, wie ich angefangen habe, noch nicht der Fall. Ja, es wird. Ja, ich fahre jetzt Richtung Umstadt weiter. Jetzt sind die ganzen Jogger und Walker unterwegs. Mir ist da gerade einer entgegengekommen mit kurzer Hose und so einem halbarm T-Shirt. Unglaublich. Das sind richtig eisenharte Leute, diese Jogger. Dann schaue ich schon wieder Handschuhe an, weil es so kühl ist. Da die Mutter Gottes. Das ist ja hier der ehemalige Prozessionsweg ist. Einer davon. So, auf der Rückfahrt. Da oben die Wolken. Kleine bunte Schimmertupfer. Während alles andere grau ist. Überall muss man seinen Senf dazugeben. Da hinten das Rheinheimer Hügelland. Als Randabbezahlen, der Tag neigt sich dem Ende. Die Ausstrecke. Da jede Menge Zucker. Ja, der alte Pfosten. Bestimmt damals die Pferde dran befestigt. Ja, man erkennt schon am Scheinwerferlicht, es wird langsam dunkel. Am Rheinheimer Teich. Ja, es ist schon richtig Abend. Rheinheimer Teich am Abend. Ja, also mit dem Licht kann man keinen Preis gewinnen. Mit einer Ofenerfolgung. Aber naja, es geht schon, man sieht schon was. Wenn der Untergrund nass ist, wird es halt schwierig. Ja, wir machen mal den Abend-Kehlberg-Blick. Zur Steinzeitsiedlung.
alles doch mit der richtigen Etage.